Hallo, hier ist Code Red mit einem diesmal Tutorial und keinem Let's Play. Ich möchte euch heute mal die Grundlagen des Redstone-Schaltungsbaus ein bisschen näher bringen, weil ich das immer selber ein bisschen kompliziert finde. Ich habe in meiner eigenen Welt da schon ein bisschen mit rumgespielt mit Redstone, habe jetzt auch schon ein paar Schaltungen gebaut, teilweise auch ein bisschen komplexere, zum Beispiel eine Impulsschaltung und so Sachen. Es ist, wenn man es kapiert hat, eigentlich recht einfach. Ja, ich fange jetzt mal mit der Grundlagen an, mit zum Beispiel mit dem Verhalten von Redstone. Ich glaube, wie man Redstone bekommt und so, werdet ihr wahrscheinlich alle wissen. Das ist ein Erz, das man in Höhlen findet. Auf ungefähr Lavahöhe ist es, da wo die Diamanten auch rumfleuchen. Das muss man abbauen, da bekommt man Redstone-Pulver. Das kann man dann auf Blöcke rauflegen. Und ja, das ist. Somit kann man dann Schaltungen bauen, die eigentlich recht lustige Ergebnisse erzielen können. Ich setze jetzt hier einfach mal zur Verschaulichung einen He Veranschaulichung, so heißt es, einen Hebel. Denn Redstone-Signale reichen nur 15 Blöcke weit. Ich kann jetzt hier mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16. Dann zeige ich euch mal, dass das wirklich nur 15 Blöcke weit geht. Wenn man das jetzt einschaltet, sieht man, dass es hier immer schwächer wird. Und dann hier das letzte Mal an ist. Hier ist aus. Ich glaube, das sieht man. Da leuchtet hier das komische rote Zeug rum und hier nicht mehr. Zur Verlängerung kann man allerdings einen Redstone-Repeater setzen. Den so eingestellt lassen, wie er ist. Redstone-Repeater platziert man eigentlich übrigens immer aus der Richtung, aus der das Signal kommt. Also das Signal kommt von da hinten. Also platziere ich den Repeater so. Wenn ich ihn jetzt so platzieren würde, würde er sich nicht aktivieren. So, dann kann ich das um weitere 15 Blöcke verlängern. Ich kann jetzt auch mit Repeatern, das ist das Witzige dran, das Signal verzögern. Ich setze jetzt hier mal hier hinten zu. Ich mache das jetzt mal ein bisschen kürzer, sonst sieht man hier ja nichts. Den kann man ja zu jeder Zeit setzen, den Repeater. Kann man das ganze Zeug auch verzögern und dann zum Beispiel hier in den Kolben. Oh, jetzt ist er natürlich nicht verzögert, aber wenn ich jetzt ausschalte, dann seht ihr, dass der Repeater das Signal verzögert. Kann mitunter sehr praktisch sein. Und man kann auch natürlich mehrere Repeater hintereinander setzen. Dann kann man das sehr lange verzögern. Ups. Den stellt man übrigens dann mit weiteren Rechtsklicks ein. Gibt drei verschiedene Stufen. Oder vier. Vier gibt's. Wenn ich mich jetzt nicht arg täusche. Dann kann man das ziemlich lange rauszögern. Bis der, also beliebig lange praktisch gesehen. Man kann jetzt auch zum Beispiel, ups, habe ich die Maus verrissen. Wenn man hier drei Kolben platziert, na, so nicht. Die Kolben finde ich übrigens sehr, sehr praktisch. Den hier so und den so. Na, machen wir es mal so. Na, das alle ein bisschen verzögert. Na, so. Dann kann man nämlich die so schön alle schön verzögern anziehen lassen. Ist sehr praktisch. Ja, sieht man jetzt nicht ganz so, doch sieht man ganz gut eigentlich, dass die dann verzögert rausfahren. Ich reiße das jetzt mal wieder ab. Dann kommen wir nämlich auch schon zur eigentlich zur zweiten wichtigen Funktion im Redstone-Ding, die man oft braucht, wenn man irgendwelche Schaltungen bauen will, der Negation oder Nicht-Funktion. Das heißt, dass man hier ein Signal an einen Block leitet. Das Redstone-Signal gibt das Signal an diesen Block weiter. Also das heißt, dass dieser Block unter Strom steht sozusagen. Und wenn ich jetzt hier eine Fackel hin platziere, eine Redstone-Fackel, seht ihr, dass die aus ist. Das heißt also, dass das Signal, ich leite jetzt mal zur Veranschaulichung, zurück hier, dass dann das Signal, wenn ich jetzt ausschalte, negiert wird. Also dass es jetzt ein ist. Praktisch umgedreht, dass die Redstone-Fackel. Sekunde. Dass ihr was seht. Die Redstone-Fackel ist praktisch, die sendet ein Dauer-1-Signal, also ein dauerpositives Signal hier auf die Leitung. Aber wenn von anderswo eine Quelle auf den Block kommt, an der die Redstone-Fackel hängt, wird die deaktiviert. So, mein Handy brummt jetzt die ganze Zeit, weil mir irgendwer wieder eine SMS schreibt. Das nervt mich immer ein bisschen. Das funktioniert mit beiden.
Das heißt aber auch, dass wir zur Signalübertragung, ich reiße das jetzt mal wieder ab hier, das ist nämlich auch recht praktisch, eine Signalübertragung bauen können. Sekunde. Auf, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Über verschiedene Ebenen. Ups. Ich benutze jetzt absichtlich mal die Singleplayer-Commands. Auch die Items sind hergecheatet, weil ich ja hier nicht im Let's Play bin und ich euch das nur zeigen will. Das heißt, ich kann jetzt über so eine Konstruktion, die hintere Reihe braucht man nicht unbedingt, die ist nur da, um die Blöcke hier platzieren zu können, kann man ein Signal auf verschiedene Ebenen leiten. Jetzt sieht man, dass es negiert ist momentan, dass oben praktisch, wenn ich jetzt hier oben noch eine Fackel drauf platzieren würde und dann das Signal zum Beispiel hier abgreife, dann kann ich hier oben das Signal, hier, es ist hier oben auch 1. Wenn ich jetzt ausschalte, ist hier unten, hier oben ebenfalls 0. Das geht allerdings nur nach oben, soweit ich weiß. Nach unten geht es, glaube ich, nicht. Wir können das eigentlich einmal ausprobieren, ob das nach unten auch geht. Aber ich glaube es nicht. Wenn ich jetzt. Nee, Sekunde, das kann ja gar nicht gehen. Nee, das geht nicht. Also es geht nur nach oben. Das ist der Nachteil dran. Was will ich jetzt sagen? Für Signalübertragungen nach unten muss man dann eine Treppe setzen. Also eine ganz normale Treppe, von der man auch selber runterkommen würde. Es müssen allerdings, dieses Feld muss frei bleiben. Also es muss hier ein Luftdurchgang sein praktisch. Wenn ich jetzt nämlich hier was hinsetze, kommt das Signal nicht mehr durch. Ist eigentlich auch logisch. Das waren jetzt eigentlich die Grundlagen der Redstone-Schaltungen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich noch mehr erzählen muss. Wenn ich was vergessen habe, könnt ihr mir es gerne in die Comments schreiben. Ach ja, was ich noch fast vergessen hätte. Schalter. Es gibt ja verschiedene Arten von Eingabegeräten sozusagen. Schalter liefern hier konstante Signale. Dann gibt es natürlich noch Taster. Die liefern eine Sekunde hier Signal und dann ist wieder weg. Dann gibt es noch Sekunde. Druckplatten, die liefern. Funktionieren eigentlich wie die Taster. Nein, nicht ganz. Solange man draufsteht, liefern sie Signal. Dann bleiben sie eine Sekunde da und gehen wieder aus. Ist praktisch für Türöffner zum Beispiel, kann man sowas verwenden. Denn Türen kann man ja. So. Denn normale Türen kann man ja mit diesem System öffnen wir die Redstone-Schaltungen. Es ist jetzt so, dass man Eisentüren zum Beispiel nur durch Redstone-Schaltungen öffnen kann. Das heißt, dass man also mindestens, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Tür habe und hier das Blöde an diesem System hier ist, dass die Türen hier nur so halb kommen. Das funktioniert natürlich nicht, weil die Tür nur halb da ist. Ich kann mal versuchen. Jetzt fällt sie ab. Das wollte ich. Aber da baut man sich ja Ewigkeiten da. Diese Türen kann man manuell nicht öffnen. Das heißt, die kann man nur durch Schaltungen öffnen. Man kann sie natürlich abbauen, aber das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch was vergessen habe. In den nächsten Folgen werde ich da mal ein bisschen auf speziellere Schaltungen eingehen. In der ersten, glaube ich, auf Und- und Oder-Schaltungen, die mitunter sehr praktisch sind. Und ja, das war jetzt eigentlich so das grundlegende Redstone-Ding. Es ist viel mit Übung verbunden, das Redstone-Zeug. Also, ich weiß jetzt, ja, ich habe selber viel rumprobieren müssen, wie das funktioniert. Die Schaltungstutorials auf dem Minecraft-Wiki helfen mir persönlich auch nur begrenzt, weil die Zeichnungen dazu sehr umständlich sind. Da ist das real umzusetzen, ist doch wieder ganz anders irgendwie. Und ja, ich sage jetzt einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Tutorial, in der es da das nächste Thema, habe ich ja schon gesagt, werden und/oder Schaltungen. Und dann denke ich, ja, viel Spaß beim Redstone-Basteln. Ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen Nützliches gezeigt und Sachen, die ihr vielleicht noch nicht wisst. Es ist jetzt mehr für Anfänger gedacht. Die alten Hasen werden sich jetzt wahrscheinlich denken, ach, das weiß ich doch schon lange. Es ist mehr für Minecraft-Anfänger
Anfänger gedacht, da das jetzt ja momentan so ein Hype ist. Und ja, hey, das ist ein Hund. Dann sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Tutorial. Und ihr könnt euch ja auch gerne meine Let's Plays anschauen. Ich versuche auch da in nächster Zeit mehr ein bisschen mit Redstone zu arbeiten. Und ja, ich labere jetzt schon wieder 3 Stunden, obwohl ich eigentlich schon lange Schluss machen wollte. Tschüss und wir sehen uns nächstes Mal.